Axel Mehlberg und seine Frau Judith fernab vom Showbusiness. Sie besuchen ein Pfadfinderprojekt in Südafrika. Die Pfadfinder in Südafrika bilden ein nonformales Ausbildungsprogramm, sodass Kinder und Jugendliche die Chance haben, jenseits von Schule und Elternhaus Dinge zu lernen. Das können ganz praktische Dinge sein, wie zum Beispiel Erste Hilfe oder eben auch Überleben in der Natur. Das können aber eben auch Dinge sein, die man nur sonst schwer vermitteln kann, wie Werte oder sogenannte Soft Skills. Sie helfen anderen, die sich selber nicht helfen können. Die Mehlbergs unterstützen die Umkaluabo-Stiftung und engagieren sich vor Ort für das Projekt. Wir stellen ein in Deutschland und weltweit auch sehr erfolgreiches Medikament her, das heißt Umkaluabo. Und der Rohstoff für dieses Medikament kommt aus Südafrika. Und es geht es als Unternehmen darum, dass wir einen Teil dessen, was wir mit diesem Rohstoff, der hier aus der Gegend kommt, verdienen, zurückgeben in dieses Land. Die Pfadfinder kümmern sich vor allem um Waisen, deren Eltern an Krankheiten wie AIDS gestorben sind. Die Pfadfinder hier in Südafrika, das ist wie eine große Familie. Sie stehen füreinander, sie kämpfen füreinander, sie helfen sich in jeder Lage. Es ist quasi eine Ersatzfamilienorganisation. Wir haben ja das Problem hier in Südafrika, dass viele Kinder ohne Eltern aufwachsen. Es sind die Großeltern da und viele kleine Kinder, weil die Elterngeneration an AIDS oder auch Tuberkulose mittlerweile stirbt. Es ist ein großes Problem und die Pfadfinder bieten hier etwas, was diese Familien, diese zerrütteten Familien nicht mehr leisten können, nämlich Halt, Familienstruktur und Zukunftsperspektive. Bedürftigen Kindern hier ein Zuhause zu schaffen, Zuwendung, Bildung und Förderung zu ermöglichen, das ist eine Herzensangelegenheit der Mehlbergs und der Stiftung. Es ist vor allem bei Waisen sehr wichtig, dass wir ihnen beibringen, im Leben zurechtzukommen und etwas aus sich zu machen. Sie sollen selbstständige und unabhängige Menschen werden. And become somebody tomorrow, who they can be independent and be good citizens of this world. Der Tatortkommissar und seine Frau wollen den Alltag der Pfadfinder hautnah miterleben. Es gibt da eine Organisation, die an den Schulen bereits andockt und dafür wirbt, wenn du willst, wir helfen euch. Und Kinder, Jugendliche werden Scouts. Das heißt, sie machen Computerkurse, sie werden ausgebildet in Berufen. Die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika ist vorbei. Die Probleme sind geblieben. Dennoch sind die Menschen voller Lebensfreude. Hallo, my baby, hallo, my baby. Let's love. Gestern haben wir gesehen, wie ein Chor von schon älteren Scouts mit Gummistiefeln tanzt. Also ein Schuhplattler, im Prinzip ein bayerischen Schuhplattler auf Südafrikanisch. Ich habe gedacht, mich zerlegt es in meine Einzelteile. Das war so herrlich. Und die haben das sich selber ausgedacht. Also der Sinn für Quatsch und für Spaß und für einfach das Leben genießen auch, der ist, weiß Gott, da. Und der wird hier auch gelebt. Die Mehlbergs in Südafrika, das Ehepaar fühlt sich fast wie zu Hause. Ja.